Heulen leiser Gentle sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Also ich wüsste, was mal ein Paul bestimmt liefern könnte heute Nacht. Eiskaffee. Heul leise Chantal. Leise Chantal, ja. Ihr seid so. Weil die Lebensmittel, verpackte Lebensmittel, sieht aus, als hättest du gerade Burger King hinten drauf. Fanta, wo man denn hin? Ja, das will sowas von Latex. Latex. Smiley mit herausgestreckter Zunge und zusammengekniffenen Augen. Nur nicht Reeperbahn. Haben die Uhrzeit, ja. Gut, machen wir es mal anders. Gucken wir, was wir noch haben hier. Ach, komm schon. Gib mir alle Aufträge, nicht nur das. So, nebenbei bisschen Fußball gucken. Lass mich raten, Dortmund spielt. Ah, ich spiele morgen bestimmt. Frankfurt haben wir gerade. Oh ja. Fahr mal nach Innsbruck. Innsbruck ist gut. Rendsburg. Für Polarlines. Manu Dorf. Ja, genau. Nein, Manu ist Bayern. Hör doch auf, ey. Sommer. Bayern? Hey, yo. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass der Junge so durcheinander ist. Alter Falter. Was haben wir denn heute? Das ist 15. So. Ey, ich schwör. Ah, Liftachse wieder hoch. Anfahrt. Hat wer was gesagt? Oh, 74 Kilometer Anfahrt, das geht mal gar nicht. Ey. Ja, wo ist denn die Fanta hin? Lederhose aus. Ja, jetzt die stille Treppe. Holst du Fanta zurück? Oh, bist mir einer. Mann. Also, jetzt ist es. Einmal mit ihm. Nee, Vater wird gestraft. Stille Ecke hier. So, wir fahren. Die Fanta ist abgehauen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Wir fahren zu Polarlines, ne? Ja. Das war hier in Rostock. Mit dem Manu muss ich mir noch was einfallen lassen. Das macht er nicht umsonst. Ich glaube, ich hätte was dafür. Welches? Was denn? Nicht ganz freiwillig, aber du hast recht, Kelly. Es gibt da so ein Spiel.
Scheiße. Was denn? Ich muss in die Werkstatt. Motorkontrollleuchte. Ja. Oder Motorfunktionsstörung. Hä? Was ist los? Was für eine Störung? Motorfunktionsstörung. Ich glaube eher so diese Manu-Störung. Werkstatt ruft, wenn man nicht fahren kann. Sorry. Es kann auch sein, dass ich Fanta getrunken habe, Manu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja, dann bist du Fanta Bluna. Er kommt da vorne. Da haben wir eine komische. Bin ich ganz ehrlich, das vom Parkplatz. Und dann ist dir noch nicht schlecht, Kelly. Ne, die Fanta war gut, Manu sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ne, die Fanta war gut, ja, ja. Die Fanta war gut. Sag mal, warum fährt der mit zweiter Lenkachse aber oben? Wann gibt's denn sowas? Das ist nicht arbeitssicherheitskonform. Lass das bloß nicht Sascha hören, sonst wird er noch eiersüchtig. Ja, danke, Manu. Ich glaub, wegen in der Folge muss ich das Video ab 18 machen. Toll. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja. Boah, Junge, die haben Rostock mal richtig gemacht, ey. Wow. Ich bin überrascht. Wir waren zwar schon hier, klar, aber... Hast du den Auftrag noch nicht angenommen? Manche Vorlagen sind halt einfach zu gut. Ja, das stimmt. Manche Vorlagen, die gebe ich dir. Ich fahr grad dahin. Autsch. Erstmal das Schild weggepatscht. Muss ich jetzt hier rein? Ja. Maun, ist der nicht schon eiersüchtig? Was? Maun ist. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Auf wen bist du denn eifersüchtig, Sascha? Keine Ahnung, wo bist du denn? Ne, ich stehe hier beim Auftrag. Kann das sein, dass du falsch bist? Sowas von falsch. Ja, ich muss rüber zu dir. Da bin ich auch gerade auf dem Weg hin. Wieso bin ich denn schon hier? Das verstehe ich nicht. Hä? Ach, Sicherheitsprüfung, geil, alles klar. Durchgefallen. Ein Blindschleiche finden auch mal ihren Weg, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Oh, versteckt die. Blindschleiche? Oh mein Gott. Hm.
Kelly, die hört's aber auch aus dick in den Ohren, oder? Das kannst du aber zweimal sagen. Na super, Fähre wollte ich jetzt keine bezahlen. Verdammt nochmal. Soll ich dir ein bisschen Geld pumpen? Ah, nee, also ja, Fanta, so bin ich, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ich verstehe aber gerade nicht, warum ich nicht mit der Fähre fahren musste. Check ich nicht. Ja, gute Frage. Vielleicht hat Manu da seine Finger da im Spiel. Bestimmt. So, ich hoffe, ich stehe jetzt richtig. Ja. Ach, verdammt. Das ist Mambo Number 5. So, ich muss jetzt rechts raus, okay? LKW ganz rechts. Also ich hätte mir gerade gewünscht, dass du gegen die Lampe fährst. Machen wir auch gleich einen Screenshot, ne? Warnblinker brauchen nur Leute, die nicht fahren können. Könige der Straßen. So. Hammer laden. So. Haben wir noch schöne Paparazzi-Bild? Da gebe ich dir recht, Manu, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. So. Halt. Hoch, bisschen schräg. Jawohl. Warte mal. Kann was anderes machen? Mach ruhig nochmal Gelblicht an. Ist er? Mach ruhig nochmal Gelblicht an. Ja, ist an. Der rechte LKW hat ein komisches Kennzeichen. Toll. Das sagst du mir gerade jetzt voll im Shortcut-Video.
So, ready, wenn du es bist. Ich kann schon wieder nicht ankoppeln. Und er blinkt auch komisch, der rächt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Krieg den Anhänger nicht dran. Hast du den gleichen Auftrag ausgewählt? Ja, der blinkt ja hier bei mir. Ab und zu muss man richtig gegen fahren. Boah. Da muss ich gleich wieder in die Werkstatt. Du weißt schon, dass du deine Heckachse liften kannst, ne? Also sowas hier, guck mal, mein LKW. Ist bestimmt der andere Anhänger. Ja. So etwas länger als normal, Grins. Okay, warte mal. Was war denn das gerade? Ah, da ist das Problem. Ich muss tief machen. Schatz, ich höre dich die ganze Zeit im Fernsehen quatschen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. So. Hier kommt man weiter. Vielleicht kann es auch sein, dass du an den Reifen das liegt. Das hatte ich auch schon mal gehabt. Ja, aber bei allen Aufliegern. Mit den Reifen, den du da hast, ja. Ich fahr mal zur Werkstatt und machen wir drauf. Hatte ich auch schon. Hier ist keine Werkstatt. Oder es liegt an deinem Mitspieler Fanta. Boah. Ah, nur, ey. Du Querulant, du. Serious Slot, Serious Slot, Serious Slot, Serious Slot, Serious Slot, das ist Sascha. Wieso sehe ich keine Werkstatt? Wieso sehe ich wieder aus? Echt krass. Geht mal auf die Jagd. Eine Frikadelle war halt zu wenig. Hast du das gehört? Eine Frikadelle war zu wenig. Sollen wir auf die Jagd gehen? Ne? Eine Frikadelle, ja, die habe ich mir. Ah, nee, darf ich nicht sagen. Die war für den Berliner fürs Loch zu stopfen. Nee, die habe ich an einer gewissen Stelle ein paar Mal durchgezogen. Deswegen war es auch so braun. Ah, mein Bruder, du bist gerutscht, ey. Ja. Eigentlich könntest du sagen, mein Bruder hat gerade rutschen gelernt.
Aber Sascha wird nicht ankommen, weil er langsam ist, wie eine Schnecke. Schnecke sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Hat so lebensgefährlich. So, einmal nochmal durch die Kontrolle hier. So. Also falls du den Server vom Fanta suchst, brauchst du eigentlich nur Goldi eintragen. Weil der Rest findet da... Ich liebe dich auch, Schatz. Wenn meinst du... Ich verstehe gerade nicht deine Argumentation. Hä? Hast du einen... Hat sie zwei Schätze? Ah, der Manu, wa? Was ein G-U-L-D. Ich wusste es. Ah, so ein... Und ich dachte, der Speedy würde da mitspielen, aber ne. Goldilein, du musst nicht traurig sein. Du bleibst für immer allein. Ja, Alter, fahr ich weg. Ja. Nein, ich bin der Hamster der Goldi ist der Sascha. Hä? Und zwei Hunde und eine Katze und 24 Wellensittiche. Also alleine bin ich nicht. Achso, geil. Ich sollte nach rechts blinken. Was mache ich? Ich blink links. Ja, das ist typisch für dich, oder? Ja, das ist wirklich typisch. Das ist so... Bartalo. Nur vom Feinsten. Nur vom Feinsten. Legt sich ein Ei nach dem anderen. Aber leider wird Goldi gefressen. Das ist typisch Sasuke. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ich glaube, Fanta, meine Freundin, die hat's mit dir. Die hat's mit dir irgendwie heute. Irgendwie hat's dort. Ich hat's ihm dort gefressen. Wieso mich? Sie sagt ja auch gerade damit, dass du lebende Tiere futterst. Diese kleinen süßen Hamster. Also wenn wir dann von Star Trek reden. Ich liebe dich, Schatz. Also wenn wir von Triple. Wie kommst du jetzt von Hamster auf Star Trek? Hä? Also das sind auch diese Triple, bloß die haben kein Gesicht. Die Triple, die wachsen. Das wird sie bestimmt eher meinen als ein Hamster. Weil wenn sie nämlich da ist, ja, da ist immer so viel, so viel Staub da drin, ja, das ist wie so ein Triple, kein Gesicht, nur Fussel. So, jetzt ändern wir das um in... Nimm mal Elementär, die Reifen. Oder Michelin. Damit hast du eigentlich weniger Probleme, weil die IT-Runner oder die Runner da, die Dinger da, die machen immer Probleme. Das sind für Showtrucks. Bestellt, so. So wie Sascha hat auch manchmal kein Gesicht und besteht nur aus Fussel sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen. Schatz, was hast du gefrühstückt? Bist du heute eigentlich so komisch drauf, oder was? Ja. Wow. Das haben wir fast schon den 10. Clip, ey. Wahnsinn.
Aber ist doch schön, wenn man so ein bisschen Spaß kann, machen kann, oder? Oh ja. Oh, das fehlt mir vor allem nachts, ey. Ich hab ein Lachflash. Ja, nachts sollte man eigentlich schlafen. Aber das ist ja gerade, ne? Ich guck so viel LKW-Fahrer. Also ich hab so viele Abos von LKW-Fahrer, ja, wo ich auch anguck. Und wenn ich dann ab und zu mal höre, was die für Tage haben, ja, dass das so beschissen ist mit dir so oder so einfach so ein Bad Tag, ja, so richtig schön Bad Tag, sag ich mal, ja. Und dann kommt so ein Clown wie ich und versucht halt ein bisschen aus der Reserve zu hocken. Ich meine, nenn mich halt dick und doof, aber wie gesagt. Ja, Schatz, ihr weißt Bescheid, ne? Ich bin doof und du bist dick. Hat er nicht gesagt. Ja, pass auf, dick. Oha. Die kommt David Contra, das kannst du mir glauben, ey. Deswegen sage ich ja, so wie sie im Chat ist, vor der Kamera kann sie sich nicht so zeigen, wenn wir im Stream sind, ne? So wie drüben, ne? Das packt sie noch nicht. Aber da arbeiten wir dran. Da arbeiten wir dran. Und das Problem an der Sache, ob man es glaubt oder nicht, irgendwann steht sie mit einer Pfanne hinten dran und dann, ja. Darf ich Abend sagen? Hab ich sie nicht gesagt? Da war doch was. Und wenn euch das Ganze gefällt. Du bist der Clown, oha, du bist der Dicke und ich bin die Glügere, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Du hast sowas von verschissen. Sowas von, ey. Deswegen bleibt es auch nächste Woche noch bei sich daheim. Steht die Treppe. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Bistra. Hast du beschlossen, wie den Alter aus? Gib mit dir ab. Ah, Mann, schade, dass Keksi jetzt nicht da ist, ey, die hätte jetzt mitgelacht. Die ab jetzt mit dir in den Keller, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Du willst mit mir in den Keller? Bist du dir sicher? Absolut sicher? Du weißt, wer dein Dienst hat? Ich mache nur Schnipp, Schnapp, Schloss ist ab. Ah, Mann. Hammer hat, ey. Hammer hat. Ihr seid der echte Hammer. Ey, Fanta, was hältst du eigentlich von den neuen Skins, die das SCS rausgebracht hat? Ja, wer? SCS. Was ist SCS? Die das Spiel Euro Truck Simulator rausgebracht haben. Und die Firma haben neue, modernere Linien rausgebracht. Ja, ja, hab ich noch nichts davon gesehen. Muss mal bei denen auf die Seite gehen. Gib schon einfach mal bei Google SCS ein, dann kannst du mal gucken, weil das ist. Boah. Das sieht schon schön aus, aber. Ich war schon immer der Meinung, wenn du was haben willst, musst du selber Hand anlegen.